Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder mal ein tolles Gadget für euch, was bei uns in der Redaktion aufgetaucht ist, nämlich das hier. Schauen wir mal drauf. Es ist der Cellpic World's First Quick Drying Smart Handy Printer. Was ist das? Ja, der Name sagt schon. Es ist so eine Art mobiler Drucker, ein Kickstarter-Projekt, was jetzt tatsächlich in den Verkauf kommt. Wer auch immer es schon unterstützt hat, wird noch vor Weihnachten dieses Gerät bekommen. Und das habe ich ausprobiert und möchte euch gerne mal zeigen, wie es funktioniert. Packen wir es zunächst mal aus. Schauen wir mal. So sieht das Gerätchen aus. Wir haben hier den Drucker. Tatsächlich ist hier die Druckerpatrone auch schon drin. Es gibt ein sehr smart gemacht mit Magnethaltern. Eine Abdeckung, natürlich ein Netzteil, das braucht ihr euch jetzt nicht weiter anzuschauen. Das ist tatsächlich der ganze Drucker. Wirklich sehr leicht, ein paar hundert Gramm, 199 Dollar, wie gesagt. Was kann man jetzt damit machen? Ich kann so ziemlich alles bedrucken, was ich bedrucken möchte. Ich habe deswegen euch mal ein paar Sachen mitgebracht und zeige es euch mal, was geht. Ich habe hier eine Tasse, ich habe hier einen Baumwollbeutel. Und das Videostudio hat mir hier auch noch einige nutzlose Plastikbehälter, die ich auch jetzt live für euch bedrucken werde. Wie kommt jetzt der Text oder das Bildchen, was ich drucken will, hier rein? Nun, es gibt eine Handy-App natürlich für iOS oder auch für Android. Dort kann ich eingeben, was denn gedruckt werden soll. Das wird dann über WLAN hierhin übertragen. Das geht ratzefatze, muss man wirklich sagen. Dann landet es hier drauf und ihr seht, es gibt an der Seite hier ein P. Ja, also wenn man drucken will, drückt man drauf und dann bewegt man das. Hier gibt es so Räder, die sollen so ein bisschen dabei helfen, dass man einigermaßen ruhig mit der Hand bleibt beim Drucken und ist nicht zu sehr verwischt. Versuchen wir es mal mit dieser Tasse. Den Druckkopf bringe ich so in Position, dass es auch Sinn macht. Und jetzt versuche ich mal vorsichtig hier rüber zu gehen. Ja, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Dieser Becher. Naja, okay, da habe ich ein bisschen, es war vielleicht auch ein bisschen ambitioniert hier. Dieser Becher, da ist das R leider verloren gegangen, gehört mir, aber das war meine eigene Schuld. Ihr seht, so ganz hundertprozentig funktioniert es nicht, aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, mit weniger Text, und die Tinte, die trocknet extrem schnell. Ich kann jetzt hier rüberwischen und kein Verwischen mehr, nichts mehr. Selbst wenn ihr den Becher jetzt unter Wasser halten würdet, die Tinte bleibt trotzdem da drauf. Das ist echt prima. Ich habe es dann auch mal in die Geschirrspülmaschine gestellt, dann geht es schon so ein bisschen ab. Ja. Aber spannend, was damit alles geht. Versuchen wir es mal jetzt mit dieser Tasche. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Zack, hier genauso gut. Oh verdammt, ist ja gar kein Becher. Egal, aber es hat hervorragend funktioniert. Auch hier auf dieser Tasche kein Verwischen, nichts. Schon ist es trocken. Super. Also wer sich ein T-Shirt machen möchte oder seine Tasche bedrucken möchte oder einen Becher bedrucken möchte, alles super. Ja, für wen ist das jetzt eigentlich was? Nun ja, 199 Dollar, das ist natürlich nicht so viel. Die Tinte, wenn sie mal alle ist, dann nochmal ein Huni drauf. Das ist jetzt sicherlich nichts für Leute, die dauernd irgendwelche lustige Sprüche auf Becher drucken möchten oder auf T-Shirts. Es ist viel mehr eigentlich für Menschen, die beispielsweise einen kleinen Online-Handel haben. Ja? Also wenn ihr was verkauft im Internet beispielsweise und ihr müsst häufiger mal einen Briefumschlag mit einer Adresse versehen oder ihr müsst eine Gewichtsangabe beispielsweise auf ein Paket draufdrucken. Damit könnt ihr das super machen. QR-Codes und Co., all das ist hiermit ganz einfach möglich und ich zeige euch deswegen auch nochmal die App, welche Möglichkeiten es dazu gibt. So, ihr seht hier da, die Oberfläche der App. Natürlich könnt ihr dort ganz einfach Text eingeben, wenn ihr wollt, aber man sieht hier schon, die Macher dieses Geräts haben sich schon überlegt, das ist vielleicht was für
Strichcodes, das ist vielleicht was für QR-Codes, oder wenn ihr ein Paket verschickt, wo eine Gewichtsangabe drauf sein muss, na, auch da gibt es schon Vorgaben, die einem das Leben viel leichter machen. Ja, man kann aber natürlich auch easy Elemente hier wieder löschen, man kann sie auch spiegeln, man kann auch übrigens verschiedene Farben bekommen. Wir haben hier allerdings jetzt nur schwarz. Wenn man Text machen möchte, geht es natürlich genauso. So, da ist der Text. Da kann ich hier dann einfach eingeben, was auch immer ich möchte. Die App ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Eigene Bilder einfügen, das klappt noch nicht so richtig gut. Es soll aber demnächst funktionieren. Es gibt hier so ein paar lustige Bildchen dabei. Ja. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich braucht. Vor allem professionelle oder halbprofessionelle Menschen benötigen solche Sachen sicherlich nicht. Wer aber dann auf seinem T-Shirt herumdrucken möchte und lustige Bildchen drauf haben will, der kann das auch verwenden. Ja, alles in allem, tolles, spaßiges Gadget, vergleichsweise günstig, wenn man die Tinte nicht rechnet. Der Akku hier hält übrigens so 6 Stunden gut durch. Und ein spannendes Projekt, vielleicht das Richtige für euch zu Weihnachten.